Ja, Leute, und damit willkommen zur ersten Ausgabe von Minecraft Woche, meinem brandneuen Newsformat hier auf meinem Kanal. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Jetzt aber mal zu den News, Leute, denn gestern war das Minecraft-Event des Jahres und zwar die Minecon Live. Wie ihr alle sicher schon im Prä-Intro gesehen habt, haben wir neue Infos zum Caves and Cliffs Update Part 2 bekommen, aber auch die ersten Einblicke zum großen 1.19 The Wilds Update. Erstmal zum 1.19 Update, denn das Deep Dark, welches eigentlich schon im Caves and Cliffs Part 2 Update kommen sollte, wird es wohl jetzt erstmal nicht geben, denn es wurde jetzt wie gesagt die 1.19 verschoben, da die Entwickler jetzt daraus etwas viel Größeres als eigentlich geplant machen wollen. Genaues ist noch nicht bekannt, aber neben neuen Strukturen und neuen Loot wird es auch komplett neue Skulk-Blöcke geben. Da wäre zu einem der Skulk-Katalyst, der sozusagen das Skulk verbreitet. Wenn wir in dieser Nähe irgendeinen Mob töten, wird das Skulk sich sozusagen weiter ausbreiten. Es breitet sich immer so weit aus, wie viel XP der Mob normalerweise gedroppt hätte. Das Besondere ist jetzt folgendes: Da können diese Blöcke dann einfach abbauen und dann droppen die mit etwas Glück genauso viel XP, wie halt eben der Mob gedroppt hätte. Und da kann man, glaube ich, mit Redstone einige coole Mob-Farmen jetzt bauen. Das Ganze ist sozusagen ein globaler XP-Speicher. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Spieler aus dieser neuen Funktion machen werden. Einfach eine sehr coole Idee, das so hinzuzufügen. Der andere Block ist der Shulk Skreaker und der ist einfach nur ziemlich unheimlich. Ich meine, der stößt einfach einen richtig lauten Schrei aus, wenn wir den über verschiedene Skulk-Sensoren aktivieren und bekommen so einen ultra heftigen Darkness-Effekt, der auf einmal alles flackern lässt, alles ist dunkel und es gibt einfach noch unglaublich unheimliche Sounds. Ich habe am Ende nochmal einen kleinen Clip vorbereitet, wo das Ganze nochmal in Action mit Show zu sehen ist, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee. Ich feiere die neuen Skulk-Blöcke definitiv. Das ist aber noch lang nicht alles. Der Warden wird es auch erst mit der 1.19 geben und ist sozusagen der Boss dieser neuen Strukturen. Dieser taucht erst auf, wenn ihr die Schalkschrieker zu oft ausgelöst habt. Und das ist wirklich ziemlich, ziemlich beeindruckend. Diese Animation, das Sounddesign, es sieht einfach alles so unglaublich cool aus. Aber Leute, schaut es euch einfach mal selber an im folgenden Clip. Das ist der eine Teil des 1.19 Updates, aber The Wilds bezieht sich nicht nur auf die wilden Abenteuer, die ihr jetzt unterirdisch erleben könnt. Allgemein will man mit diesem Update die Atmosphäre in Minecraft verbessern. Als konkretes Beispiel wurde da der Birch Forest zum Beispiel als Concept Art gezeigt, was einfach nur unglaublich schön aussieht. Und wenn das am Ende wirklich genauso ins Game kommt, muss ich sagen, das ist einfach unglaublich beeindruckend. Das wirkt nicht mehr wie in der Minecraft, das ist schon fast ein Modpack, Leute, wie das einfach hier aussieht. Aber bei dem Update hat man sich aber scheinbar besonders auf ein Biom fokussiert und zwar den Sumpf. Eher gesagt gibt es nun ein komplett neues Sumpfbiom mit einer neuen Baumart, welche unter Wasser wachsen kann und mit ihrer großen Wurzeln das Highlight des neuen Sumpfbioms wohl sein dürfte. Auch zwei neue Mobs wird man von nun an in Minecraft finden können und zwar Kaulquappen und Frösche, welche sich aus diesen entwickeln können. Je nach Klimazone gibt es auch den normalen Schnee oder tropischen Frosch, welche alle im fertigen Update auch spezielle Funktionen haben sollen, über die man aktuell aber noch nichts weiß und ich finde die Idee von Fröschen in Minecraft einfach nur unglaublich cool. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Des Weiteren gibt es dann auch noch den neuen Mudblock, welchen wir zu Mudbricks verarbeiten können. Hat man den Mudblock, kann man über einen Dripstone auch Clay herstellen, was ich wirklich eine sehr, sehr coole Idee finde, dass man sozusagen jetzt mal eine neue alternative Clay-Quelle hat, als den immer manuell suchen zu müssen, weil das schon etwas nervig ist, gerade wenn man irgendwelche großen Ziegelgebäude bauen will, finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Option. Eine weitere coole Neuerung sind außerdem Boote mit Kisten und die sollte es deutlich einfacher machen, in der Minecraft-Welt oder den neuen Wasserhöhlen zu reisen.
reisen und dabei seine Items mitzunehmen. Und ja, eine der letzten Sachen, die gezeigt wurden, waren tatsächlich Glühwürmchen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie ein Grafikeffekt nur ist oder ob das tatsächlich ein neuer Mob ist, aber auf jeden Fall können Frösche diese fressen. Jetzt aber nochmal zum Caves and Cliffs Update, also der 1.18. Hier hat sich eigentlich nichts geändert, nur dass der Deep Dark jetzt eben nochmals um ein Jahr leider verschoben wurde. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Das 1.19 Update wird damit nur noch umso cooler. Dennoch können wir uns wohl noch dieses Jahr auf die komplett neue World Generation und die neuen Bundles freuen, was mich auf jeden Fall freut. Wenn wir das neue Update mal im Stream spielen sollen, Leute, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, die ganzen neuen Höhlen, Berge, Täler zu erkunden. Wird bestimmt ultra, ultra cool. Apropos Kommentare, kommen wir doch mal direkt zum Kommentar der Woche vom lieben RealTypes unter der letzten Folge. Minecraft Aperia könnt ihr, by the way, gerne auch mal hier rechts oben beim i auschecken. Ist ein wirklich sehr cooles Finale von einem sehr coolen Minecraft-Projekt von mir geworden. Der Kommentar. Oh ja, Aperia ist zwar vorbei, es war eine coole Serie, aber es wird ja auch neue Projekte geben. Alle liken, Abo da lassen für mehr solcher Projekte. Also, hier, ne, danke auf jeden Fall für deinen Kommentar und es freut mich sehr zu lesen, dass Aperia so viel Spaß gemacht hat. Das hat es mir nämlich auch und vielleicht wird es ja demnächst, wie du schon sagst, ein neues Projekt geben. Aber dazu vielleicht auch in diesem Format mal wann anders ein paar News. Wenn ihr hier in der nächsten Folge auftauchen wollt, Leute, schreibt unter diesem Video oder auf Twitter oder sonst irgendwo einfach einen coolen Kommentar mit dem Hashtag MinecraftWoche. Zurück zu den News rund um Minecraft. Minecraft Dungeons wurde auf der Minecon Live auch behandelt und es wurde uns ein erster Trailer gezeigt für ein kostenloses Update, was auch noch dieses Jahr erscheinen soll. Und zwar die Seasonal Events heißt das Update und führt, wie der Name schon sagt, Seasons in Minecraft Dungeons ein mit neuen Challenges, Emotes, Items und Pets und vielem, viel mehr. Sonst gibt's aktuell aber nichts Neues rund um Minecraft. Aber schaltet noch nicht ab, Leute, denn wir haben noch eine wichtige Sache zu besprechen und zwar den diesjährigen Minecraft Mob Vote. Bevor wir über den aktuellen Mob-Vote reden, sollten wir über einen anderen Mob reden, und zwar unsere allseits beliebten Axolotls, welche eine wichtige Rolle im aktuellen Meme der Woche spielen, aber schaut es euch einfach mal selbst an. This is what happens if deadly axolotl bug is stuck in a block. Be careful to not touch it, it is very dangerous. Use pistons to move axolotl. Bob stay away. Bug is almost ready. Be careful, Bob. Bob, no. That's enough. I will take you with my buck boy. What the fuck ist da gerade passiert? Ich hinterfrage es einfach nicht, Leute. Lass den Bug ein Bug sein. Wir machen direkt weiter mit der nächsten Kategorie. So, Freunde, also die Frage der Woche war wohl, welcher Mob das diesjährige Minecraft Mob Voting gewinnen wird. Ich fand ja wirklich alle drei Mobs sehr cool, wollte dann aber doch spontan von den Copper Golem stimmen, habe mich dann aber doch unentschieden. Im letzten Moment habe ich für den LA entschieden und wie es aussieht, habe ich da wohl auf der richtigen Seite gestanden, denn der LA hat den Mob Vote gewonnen. Auf jeden Fall ein verdienter Gewinner der LA. Wie gesagt, finde die Funktion, die der LA hat, ziemlich, ziemlich cool, für alle, die es jetzt eigentlich gerade nicht wissen. Nochmal kurz als kleiner Reminder, der LA war dieser coole kleine blaue Mob, der durch die Gegend fliegt und euch Items besorgen kann, die ihr ihm gibt. Das heißt, ihr droppt ihm, keine Ahnung, irgendwelche Cookies hin und dann fliegt er in der Umgebung rum und sucht dann dieses Item, wo es irgendwo auf dem Boden liegt. Auf jeden Fall ein sehr cooler kleiner Helfer. Ich verlinke euch mal rechts oben beim i nochmal das Video zum LA, wo das nochmal genauer erklärt wird. Jetzt aber geht es direkt weiter. Weiter geht's direkt hier mit der Mod der Woche und das ist diese Woche die Wormhole Mod. Eine Mod, bei der wir durch eigene Portale durch unsere Minecraft-Welt reisen können. Mehr Infos dazu bekommt ihr aktuell in meinem Top 5 Minecraft Mods der Woche Video. Verlinke ich jetzt euch mal hier rechts oben am i oder auch in der Endcard. Eine wirklich sehr coole Mod für die Version 1.17 und für Minecraft Forge. Normalerweise kommt an der Stelle jetzt immer eine YouTuber-News, da das Video jetzt aber schon so lange ist, gibt's heute einfach nur noch eine Empfehlung von mir. Und zwar ist die Empfehlung der Woche ein relativ neues Video von BastiGAG, in dem er eine Challenge mal wieder spielt, und zwar eine Challenge, wo alle Blöcke, die er berührt, einfach in die Luft fliegen und nach einer Zeit wieder runterfallen. Ein sehr, sehr cooles Video, checkt das gerne mal aus. Große Empfehlung von mir auf jeden Fall da an dieser Stelle. So, Freunde, das war's aber auch schon mit der ersten Folge Minecraft-Woche. Wie hat es euch gefallen? Schreibt Kritik gerne in die Kommentare, paar Verbesserungsvorschläge, was ich hier besser machen kann in dieser ganzen Sendung. Ich hätte echt Lust, hieraus ein regelmäßiges News-Format zu machen. Dafür muss ich aber wissen, dass ihr Bock darauf habt. Also lasst gerne ein Like da, würde mich wirklich mega freuen. Abonniert den Kanal, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.